Die Gaspreisbremse, die soll unsere Gaskosten jetzt deutlich senken. Bringt uns aber auch nur dann was, wenn noch genug Gas da ist im Winter. Wie ist da die Lage? Kommen wir gut durch den Winter? Wie stehen da die Chancen? Und auch, wie sieht's die Jahre danach aus? Besser oder immer noch brutal schlecht? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wolfgang Görl, der hat in einer Kolumne in der Süddeutschen Zeitung den schönen Satz geschrieben: Manche sind wegen des Weltuntergangs so verzagt, dass sie das Positive gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Im Moment rutschen wir ja von einem Weltuntergang in den nächsten, könnte man sagen, oder im Börsenjargon von einem Lehman-Moment in den nächsten. Und die Gefahr Nummer eins, wenn man Anleger ist, aber natürlich auch, wenn man ganz normaler Bürger ist, also Arbeitnehmer, Selbstständiger, Rentner, was auch immer. Das ist im Moment die Gaskrise. Eine Existenzbedrohung inzwischen für viele und auch für die deutsche Wirtschaft ja an sich. Gar kein Zweifel. Letzte Woche dann aber die große positive Nachricht, der Befreiungsschlag, der Doppelwumms. Erstens, die Gasumlage kommt doch nicht. Und zweitens, noch viel wichtiger, jetzt kommt die große Gaspreisbremse. 200 Milliarden Euro an Sondervermögen, mit denen die Regierung die Gaskosten für die Verbraucher jetzt nach unten drücken will. Die Preise, sagt der Bundeskanzler, sollen so lange runter subventioniert werden, wie sie eben zu hoch sind. Und außerdem wird jetzt ja auch noch die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt von 19% auf 7%. Und das ist eigentlich schon lang überfällig, weil ein Marktteilnehmer, auf den man nicht so geachtet hat in letzter Zeit, der hat ja die ganze Zeit Übergewinne erzielt, hohe ungerechtfertigte Zufallsgewinne, wie es immer so schön heißt, nämlich über die Mehrwertsteuer natürlich der Staat. Jetzt kann man mäkeln über das ganze Paket und sagen, ja, so viel zur Schuldenbremse und dass wir jetzt damit inzwischen 360 Milliarden Euro potenzielle Schulden haben, die noch nicht mal im Bundeshaushalt auftauchen. Aber auf der anderen Seite, es wird mit Sicherheit für viele eine große Entlastung, auch wenn es noch keine Details dazu gibt. Und der eine oder andere, der wird, als er das gehört hat, wahrscheinlich seinen Waschlappen auch erstmal in die Ecke geschmissen haben und sich erstmal ein Vollbad eingelassen haben. Aber bei aller Freude über diese Gaspreisbremse, eins ist natürlich in den Hintergrund geraten, ein bisschen bei dem Ganzen, nämlich: Haben wir überhaupt noch genug Gas? Weil es ist ja schön, wenn wir entlastet werden sollen beim Gaspreis. Wenn aber keins mehr da ist, dann bringt uns das auch nichts. Winter is coming. Und wie Sie sehen, ich klaue jetzt schon Gags von Markus Söder. So weit ist es mit mir gekommen. Ich habe zur Gaskrise ein Video gemacht Mitte Juli und da auch zu verschiedenen Aktien aus dem Gassektor als mögliche Absicherung eben auch gegen so ein Szenario. Und die große Frage damals war ja: Dreht Putin uns das Gas ab? Die Frage ist inzwischen beantwortet. Allerdings, man war damals unisono auch der Meinung, wenn aus Russland nichts mehr kommt, dann reicht's bei uns im Winter auf gar keinen Fall. Das hört sich jetzt nicht mehr so an und es ist auch gar nicht mehr so das große Thema, weil unsere Gasspeicher sind ja inzwischen gut befüllt. Und interessant ist ja auch das berühmte TTF-Gas, das ist der europäische Gas-Spotpreis. Der Chart hier ist von TradingView, habe ich schon ein paar Mal gezeigt hier. Das ist jetzt auf 5 Jahre. Er ist natürlich immer noch 20 Mal so hoch ungefähr wie vor der Corona-Krise. Aber er hat sich doch seit Ende August auch fast wieder halbiert, obwohl wir jetzt ja in den Winter reinkommen und obwohl Russland auch nichts mehr liefert. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Und zeitgleich gibt es auch Analysen, so wie von Goldman Sachs zum Beispiel, die sagen, ich zitiere aus dem Industriemagazin: Europa dürfte den Gaskrieg gewonnen haben. Die Versorgungsprobleme sind erfolgreich gelöst. Die Gasspeicherstände sind über Plan, das habe man geschafft mit einer Kombination aus Verbrauchsdämpfung, das ist ein sehr schönes Wort, weil die Verbrauchsdämpfung war ja nicht immer freiwillig.
Und weil man eben immer neue Flüssiggaslieferketten aufgebaut hat. Und dass die Preise jetzt fallen, das liegt schon allein daran, dass die Hamsterkäufe jetzt eben zurückgehen. Die Preise waren also auch darum so hoch anscheinend, weil man eben versucht hat, die Speicher hier voll zu kriegen um jeden Preis. Und das nimmt aber ab und man kann sich bei Goldman Sachs jetzt eben gut vorstellen, dass der Preis sich zum Ende vom ersten Quartal 2023 sogar nochmal halbiert. Das wäre natürlich eine gute Nachricht. So sagen das aber nicht alle. Nehmen wir mal Robert Habeck, der immer noch sagt, die Zielmarke ist eine Verbrauchssenkung um 20%. Und wenn die Haushalte, nicht die Industrie, die Haushalte da den Verbrauch nicht runterkriegen, dann kann es immer noch sein, dass es zu wenig Gas gibt im Winter. Und jetzt kann man natürlich sagen, der wäre ja schön blöd, wenn er das nicht so sagen würde, weil er ja natürlich will, dass die Leute jetzt sparen und sich eben kein Vollbad einlassen. Er ist aber nicht der Einzige, der das sagt. Peter Müller, Chef von der Bundesnetzagentur, der sagt auch, wenn es jetzt nicht erhebliche Einsparungen gibt im privaten Bereich auch, dann wird schwer, eine Mangellage, wie er so schön sagt, im Winter zu vermeiden. Und das Problem sei, Ende September, da war der Gasverbrauch plötzlich deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Das ist dazu die passende Grafik aus dem Spiegel. Grau der Mittelwert von 2016 bis 2020 und gelb der Verbrauch in diesem Jahr. Der ist jetzt die letzten Wochen plötzlich nach oben gegangen, weil es eben auch kälter war als in den Jahren vorher. Wo ist die Erderwärmung, wenn man sie mal braucht? Und dadurch haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal eben keine Einsparungen mehr. Und auch Cheniere Energy, das ist einer der großen Betreiber in den USA von Flüssiggas-Export-Terminals. Auch die sagen, es wird ein harter Winter dieses Jahr weltweit. Sie hätten dieses Jahr 70% von ihrem Flüssiggas schon nach Europa geliefert. Das sei ohnehin schon untypisch gewesen. Und im Sommer war der große Vorteil ja noch der, dass Russland da ja immer noch geliefert hat, sodass man in Europa eben die Speicher auch hat voll machen können. Und in China gleichzeitig, da war die Nachfrage wegen der Covid-Einschränkungen so gering, dass die Chinesen Flüssiggas, das sie schon bestellt haben, doch wieder nach Europa umgeleitet haben und weiterverkauft haben dahin. Nur auch in China und in Japan und in Korea wird es jetzt auch Winter und da brauchen die wieder ihr normales Pensum. Und dann wird es eben eng. Cheniere Energy, das ist eine von den drei Gasaktien, die ich da eben vorgestellt habe im Juli in dem Video. Und es gibt da natürlich noch mehr. Und Cheniere, die sind seitdem nochmal deutlich gestiegen. Shell und Equinor sind leicht gestiegen, zumindest aber in einem sehr schwierigen Umfeld eben. Und ich darf nochmal erinnern in dem Zusammenhang auch, dass sie von uns morgen ja auch einen neuen Zukunftsmärkte-Report bekommen mit Aktien aus einem anderen Energiesektor, nämlich dem chinesischen Solarsektor. Solarenergie ist natürlich auch wieder ein großes Thema im Moment in dieser ganzen Krise, die wir da gerade haben. Und die Solarzellenproduktion, die ist aber natürlich fast vollständig in chinesischer Hand. Und wir schauen uns da einzelne Aktien an, Jinko Solar, Daqo New Energy, Canadian Solar und so weiter. Und die Reports von uns, die sind kostenlos, also schnell noch dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Und die sich ganz besonders schnell eintragen heute, die kriegen diesmal sogar eine kleine Überraschung. Da komme ich dann aber später noch dazu. Unsere Gasspeicher sind zu 90% voll. Und wenn man die im November auf 95% kriegt, dann reicht es im Prinzip für 2 Wintermonate. Nur, dass man, je niedriger der Druck dann wird, wenn sie auslaufen wieder, dass man dann auch immer weniger rauskriegt. Und dann haben wir die Pipeline-Versorgung noch aus Norwegen, Belgien, den Niederlanden und wir haben vielleicht auch ein bisschen mehr aus Frankreich im Winter dann und dann auch hoffentlich noch 3 neue Flüssiggasterminals dann so im Dezember, Januar, sodass ich insgesamt vermute oder hoffe zumindest, dass wir mengenmäßig zumindest wahrscheinlich doch durchkommen mit einem blauen Auge im Winter und ohne eine größere Rationierung. Aber im Frühjahr, da sind die Speicher dann ziemlich leer wahrscheinlich, anders als sonst auch. Und die müssen dann eben gleich wieder aufgefüllt werden.
Und das meiste Gas kommt aus Norwegen im Moment. Die können auch nicht mehr liefern, so wie die meisten anderen Lieferanten auch. Und bis das Gas aus Katar kommt und aus Kanada, das dauert wahrscheinlich auch Jahre erstmal. Und einer der größten Hoffnungsträger, Aserbaidschan, die haben vor ein paar Wochen wieder Armenien überfallen. Bleiben also erstmal nur noch Flüssiggasterminals und Flüssiggas aus den USA. Das gute alte Freedom Gas, das sie uns schon seit Jahren angeboten haben wie Sauerbier, und wir werden es jetzt wohl eben nehmen müssen. Es ist eine Studie erstellt worden vom Branchenverband Zukunft Gas. Auch sowas gibt es noch. Die geht davon aus, dass die Importe aus den USA unter allen denkbaren Szenarien steigen werden. Und wenn Russland gar kein Gas mehr liefert, nie wieder, dann steigt dieser US-Anteil wahrscheinlich auf knapp 40%. Um dieses Gas konkurrieren wir aber auch mit Asien, wo die Nachfrage ja auch immer mehr steigt, sodass insgesamt der Gaspreis auf Jahre hinweg hoch bleiben dürfte. Und eine Rückkehr zu den Preisen von vor Corona, die wird es frühestens 2026 geben, laut dieser Studie. Und auch nur dann, wenn der Handel mit Russland teilweise wieder einsetzen würde. Und Russland wiederum kann aber China nicht so viel liefern, dass die Nachfrage aus China auf dem Weltmarkt dadurch großartig zurückgehen würde. Und das sagen einige andere Analysten auch so. Die RBC, die spricht von einer regelrechten Multi-Winter-Crisis, also eine Krise über viele Winter hinweg. Und auch die Citigroup und sogar Goldman Sachs, die gehen auch von Gaspreisen aus in Europa, die noch viele Jahre lang deutlich über dem Niveau von vor dem Ukraine-Krieg sein werden. Das heißt für Anleger, dass Gasaktien, obwohl sie schon gut gelaufen sind, wahrscheinlich immer noch relativ interessant sind, weil die Bewertungen ja nicht so wahnsinnig hoch waren und weil da ja auch keine so Wahnsinns-Gaspreise eingepreist waren, wie wir jetzt gehabt haben im August. Und für die ganz normalen Bürger heißt es aber auch, dass wir jetzt eben auf möglichst milde Winter hoffen müssen, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die nächsten Jahre, und dass wir wahrscheinlich schon auch Gas eben sparen werden müssen, damit wir durchkommen. Ja, und das Signal, dass man den Gasverbrauch eben breit subventioniert, jetzt durch die Gaspreisbremse, das ist dann natürlich kontraproduktiv, wenn man sparen soll. Und darum hat Robert Habeck auch schon durchblicken lassen, dass man den Gaspreis wahrscheinlich nicht so weit runter subventioniert, wie er 2021 war, und dass man auch nur einen Basisverbrauch subventionieren wird. Und das ist aber nicht unbedingt der Verbrauch, den man im letzten Jahr gehabt hat, sondern vielleicht auch so 20% drunter oder so. Und für den Rest zahlt man dann den vollen Marktpreis. Das wäre dann die Sparmotivation sozusagen. Und trotzdem, man muss ja der Bundesregierung auch mal dankbar sein für das, was sie so geleistet hat. Und die Bundesregierung, das ist zwar irgendwie auch die SPD und die FDP, aber die meisten sehen dahinter natürlich die Politik von den Grünen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, sie können die Grünen nicht leiden und alles, wofür die Grünen eben auch stehen. Aber gerade dann müssen sie ja wirklich anerkennen, was für einen guten Job die gerade machen. Also 100 Milliarden Euro Sonderetat für die Bundeswehr, das Doppelte vom normalen Verteidigungshaushalt. Dann Verlängerung der Atomkraftwerkslaufzeiten und ein klares Bekenntnis wieder zu Braunkohle und Steinkohle. Und last but not least jetzt eben ein 200 Milliarden Euro Subventionspaket für die fossile Energie Erdgas. Wie geil ist das denn alles? Und das nur in einem halben Jahr. Und gerade in der Verteidigungspolitik, da kann man ja dem Schicksal nur auf Knien danken, dass die Union endlich weg ist und dass die Grünen wieder dran sind. Es sei denn natürlich, man ist grüner. Aber Scherz beiseite, die Lage ist natürlich übel relativ momentan. Und wenn das Ganze irgendeinen Sinn haben sollte, irgendwas Gutes, dann, dass man die Realitätsschocks, die wir gerade haben, vielleicht wirklich auch mal so zur Kenntnis nimmt jetzt und man mal aufgewacht ist, auch aus diesem ganzen Wolkenkuckucksheim, aus schönen Reden jahrelang, auf die aber nie Taten gefolgt sind. In der Sicherheitspolitik nicht, in der Industriepolitik nicht und ja auch nicht beim Klimaschutz.
Und interessanterweise, die Menschheit war ja jetzt wirklich kurz mal an einem Punkt, an dem sie den kompletten fossilen Sektor eigentlich hätte aufgeben müssen, weil sich das keiner mehr leisten konnte. Und diese Entwicklung versucht man jetzt aber zu stoppen mit sehr, sehr viel Geld und natürlich auch aus einem guten Grund, weil man ja unsere Industriestandorte retten will. Das ist auch absolut notwendig. Aber im Ansatz ist diese Grundkonstellation schon immer noch vorhanden und jetzt werden wir eben sehen, ob die Menschheit da irgendwas draus macht. Erstmal müssen wir auf jeden Fall Gas sparen und was Sie aber jetzt auf gar keinen Fall machen sollen, das ist, dass Sie da zum Beispiel irgendwelche Grills aufstellen oder Feuerschalen in geschlossenen Räumen. Das ist hochgefährlich. Und versuchen Sie auch nicht, dass Sie eine Gasflasche zu Hause aus dem Baumarkt holen und dann zu Hause anschließen an den Boiler, es sei denn, Sie können sowas wirklich. Dann schon lieber ein Pullover mehr oder sie machen es einfach wie der europäische Maulwurf, über den schreibt die FAZ hier. Der spart im Winter Energie, indem er einfach 10% von seinem Gehirn abbaut. Und was auch immer hilft, ist eben ein guter Glühwein oder Tee mit Rum oder sowas. Und wer betrunken ist, der erfriert zwar noch schneller, aber dafür merkt man es nicht so. Und wie schon erwähnt, die Allzweckwaffe im Gaskrieg, Winfried Kretschmanns Speerspitze gegen Putin, der Waschlappen. Und wir reden hier nicht nur, wir tun auch was. Also wie gesagt, morgen geht ja unser Zukunftsmärkte-Report raus, der gratis Zukunftsmärkte-Report zum chinesischen Solarsektor. Und die ersten 20 Zuschauer, die sich jetzt eintragen, die kriegen eben zusätzlich dazu noch unseren wunderschönen Freedom Sop gratis dazu. Der Freedom Sop, wir haben ihn hier in einem wunderschönen Hellblau oder aber auch das hier in unverzagtem Feldgrau. Unser Beitrag für Deutschland zur Erreichung seiner Gassparziele auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.